Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Mit allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herr. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robart. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ich wollte jetzt nicht so wirklich dazwischen quatschen, deswegen habe ich jetzt einfach mal abgewartet, was passiert. Und hör auf so zu tun, als würdest du gleich sterben. Linsensuppe, Brötchen, Käse, gebratene Ente. Kannst du das jetzt auch... Nein? Kannst du das jetzt auch essen, was du da aufgehoben hast, bitte? Essen. Und hier den... Ah ne, ja, wenn wir uns hier schon bedienen können, ne, dann... Ja, jetzt bist du auch noch müde. Komm hier, einstecken, los. Was zur Hölle machst du da? Ach Gott, tut mir der Magen weh. Ja, du kriegst doch gleich schon was zu essen. Lass uns hier noch ein bisschen was mitnehmen. Und hier noch ein bisschen Käse. Weiß ja nie, wann man wieder was kriegt, ne? So. Brötchen noch. Und hier Käse. Und die Linsensuppe natürlich. Jetzt dürfen wir eigentlich genug haben, oder? 94. Jetzt sind wir satt. So. Ja, schlaf im Gehen ein. Los. So, wir müssen zur Wachstube. Wo ist die denn? Doch bestimmt das schöne Haus hier, oder? Ja. Andersrum vielleicht. Ich kenne mich hier aus. Ich war schon öfter in der Burg. Ja, locker bleiben. Nicht einnicken. So, hier drin. Guck mal hier, das ist doch... Schlaf ist eine Lösung. Dann schlaf doch mal eine Runde. Schlafen. Zieh Schuhe aus. Wie lange möchtest du schlafen? Du bist der Kerl aus Garitz? Was in Herrgotts Namen ist dort geschehen? Ja, das ist doch gut. 10 Stunden. Oder? Ja. Offenbar bin ich... Perfekt. Schlafen wir die Nacht einfach mal durch. Gut ausgeruht, ne? Dann können wir gleich frisch ans Werk. Was auch immer passiert. Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Und er liegt doch mit Schuhen im Bett.
ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht... Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herr. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein, wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Nee, wir wollen jetzt nicht reden. Wir wollen weitermachen. Arbeit. Klar, wir sind stark, wir können drüber berichten. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ein Kerl namens Kuhne schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kunesch blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Ja, das passt. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ne, wir nehmen das wieder. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind, die Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und die Rösser wieherten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar! Und dann brach der Tod über Scarlett herein. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holt, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Ich brauchte ein Pferd, um nach Talmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war vom Kumanen gefasst worden, die sie schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten.
wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalnberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt ihr? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalnberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herren, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Sehr gute Idee. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Ja, Heinrich. So nicht, ne? Schuhe aus. Gibt's denn das? Schließen. Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich!
Feigling? Tja, ich sehe sowas nicht als Feigling an. Er hat ja einen Auftrag gehabt. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Scarlets auf dem Weg hierher. Liebe Lüt, das soll es aber für heute erstmal gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sag, bis zum nächsten Mal.